Dieses Video ist ein Re-Upload eines alten Let's Plays. Es könnten also Themen angesprochen werden, die nicht mehr aktuell sind, oder Aussagen getroffen werden, hinter denen ich heute nicht mehr stehe. Vielen Dank für euer Verständnis. War of Death. Dieses Spiel enthält Gewalt- und Blutgeszenen. Willkommen, meine lieben Leute, zu einem neuen Projekt hier auf dem Kanal. Ich habe es schon mal mit Tahu zusammengespielt auf seinem Kanal, aber ich habe ja zu Tahu jetzt keinen Kontakt mehr und dieses Spiel, es ist einfach so dermaßen kacke, dass ich es euch nicht vorenthalten möchte. Das Ganze ist ein Survival-Horror, wobei der Horror eher in der Umsetzung des Spiels liegt. Erstmal sehr schön, wir sehen hier schon das Hauptmenü War of Death, was auf Deutsch übersetzt so viel heißt wie Krieg des Todes, was irgendwie null Sinn ergibt und an sich schon ziemlich nach einem random Trash-Titel klingt. Es klingt schon förmlich nach Müll, wenn man sich den Titel durchliest. Dann haben wir hier wunderbares Menü. Ich meine, guckt euch das mal an, wenn wir nicht da drauf sind mit dem roten Cursor, dann kann man überhaupt nicht lesen, was da steht. Finde ich zumindest. Das Spiel ist irgendwie so komisch durchgestrichen. Naja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Lasst den Horror beginnen. Wollen Sie das Intro? Steht da gehen? Steht da gehen? Wollen Sie das Intro sehen? Von mir aus. Ich meine, wenn, dann nehmen wir doch alles mit. Soul 96. Präsentiert. War of Death. Brauchen Sie ein Tutorial? Ich. Als ob ich sowas nötig hätte, aber ich nehme es einfach mal mit. Ich habe vergessen, wie lächerlich der aussah. Das sieht einfach so aus, als ob man einem Stein, so einem schwarzen Stein, irgendwie ein Gesicht vorne dran geklebt hätte oder so, so ein schwarzes. Ich bin Dr. Zombiestein. Allein der Name ist schon, allein der Name lässt doch schon richtig spüren, dass das voll das Horrorspiel ist. Zombiestein. Das klingt auch gar nicht lächerlich, als ob man versucht hätte, irgendwie Frankenstein zu imitieren. Ich erkläre Ihnen, wie Sie zu spielen haben. Aha. Okay. Schritt 1. Bewegen. Sie bewegen sich mit den Pfeiltasten. Wer mit Gamepad spielt, dann die Pfeiltasten darauf. Ich muss gerade mal, ich guck gerade mal auf mein Gamepad. Nein, ich sehe da keine Tasten, wo Pfeile draufstehen. Tut mir leid. Da sollte schon Steuerkreuz stehen. Bewegen Sie sich nun auf die aufgetauchten Objekte zu. Also diese Dinger hier. Ja, wir sind dieser komische Typ mit diesem Zopf. Der komische Typ halt. Ich finde übrigens, da oben, links in der Ecke, sieht man eine HP-Leiste. Sieht die nicht wunderschön aus? Vor allem, weil das HP irgendwie so mit Paint da reingemalt wurde. Man kann das fast nicht mal lesen. So, Sie haben nun gelernt, wie man geht. Als nächstes. Wow, ich musste erst lernen zu gehen. Also im Prinzip ist das... Ist das so ein Kleinkindersimulator? Erst lernt man gehen und dann lernt man irgendwann sprechen. Schritt 2. Das Kämpfen. Ach so, als nächstes kämpft man. Das ist auch wichtiger als reden.
Hier im Spiel wird kein Standardkampfsystem, sondern ein Action-Kampfsystem verwendet. Unterstrich. Warum stehen da am Ende vom Satz eigentlich immer so Unterstriche? Wenn Sie wissen, wie man sich bewegt, ist der Rest einfach. Sie müssen sich dem Gegner nähern. Oh, Entschuldigung, ich meine, Sie müssen sich dem Gegner nähern und Enter drücken zum Angriff. Ja, Angriff mit IE. Das wird uns noch öfter begegnen in diesem Spiel, denn irgendjemand hat da nicht verstanden, dass man Angriff nicht mit IE schreibt oder angreifen an sich. Besiegen Sie nun den erschienenen Gegner. Nicht den erschienenen, sondern den erschienen. Achtung! Den Gegner nie anrennen, und hier der Gegner bewegt sich nicht, aber die im Spiel schon. Das ist so tolle Grammatik. Vor allem, dass er jetzt sagt, aber die im Spiel schon. Das hier ist noch kein Spiel. Das hier ist die Realität. Das Spiel kommt erst später. Wenn du jetzt stirbst, dann in echt. Weil das Tutorial auch gar nicht zum Spiel dazugehört. Das ist ziemlich dämlich. Ich meine, fühlt ihr diese Horroratmosphäre schon? Fühlt ihr schon, wie diese Horroratmosphäre aufkommt, dadurch, dass die vierte Wand gebrochen wird? Ach ja, der Gegner hier cool, ich habe das Hauptmenü geöffnet. Kann ich das jetzt wieder zumachen? Ich versuche jetzt mal im Tutorial zu sterben. Man soll den Gegner ja nicht anrennen, aber was passiert, wenn man im Tutorial stirbt? Nix! Cool, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder an der gleichen Stelle wieder. In diesem Spiel habe ich es geschafft, im Tutorial zu sterben. Richtig toll. Aber, dieses Spiel enthält Gewalt und Blutgeschehen. Für alle, die es noch nicht wussten. Ja, komm, überspringen wir diese ganze Kacke nochmal und wir machen jetzt das Tutorial aber mal vernünftig. Ich hätte das Intro auch überspringen können, ne? Naja. Ja, ich brauche ein Tutorial. Ich meine, wir wissen ja noch nicht, was passiert, nachdem wir gekämpft haben und so. So, wir machen jetzt nochmal alles hier ganz schnell, bis wir... Da sterbe ich einfach im Intro, im Tutorial. So, jetzt haben wir unser richtig krasses, fettes Schwert und jetzt kümmern wir uns mal um den Gegner. Diesmal laufe ich nicht in ihn rein. Man muss 5-mal auf die Enter-Taste drücken, dann ist der Gegner besiegt. Schön. So, Sie haben ihn besiegt. Wie wäre es dann mit Bewegung? Hat er nicht eben gesagt, die Gegner hier bewegen sich nicht, aber die im Spiel schon? Und jetzt kommt bestimmt ein Gegner mit Bewegung. Das heißt, das Spiel beginnt jetzt. Das ist so... Das Kampfsystem ist so scheiße. Ohne Scheiß, man hat genau null Einfluss darauf, ob man jetzt trifft oder nicht. Vor allem, direkt nach dem Kampf kommt kein Wait-Befehl oder so. Es kommt direkt eine neue Textbox. Wisst ihr, was das Problem daran ist? Dass man, wenn man die ganze Zeit Enter kloppt, um den Gegner zu besiegen, diese Textbox gerne mal überspringen kann. So, nun haben Sie gelernt zu kämpfen. Als nächstes, Schritt 3, Extras. Nach Ende des Spiels bekommt man eine Überraschung. Je nachdem, in einem Wort, je nachdem, wie viel Bonuserfahrung man hat. Was? Wie bekommt man Bonuserfahrung? Bonuserfahrung? Das wüsste ich auch gerne. Was ist denn ein Bonuserfahrung?
Man bekommt sie, indem man Zombies tötet oder Rätsel löst. Dann kommt noch das Verletztsein. Dadurch bekommt man auch Bonuserfahrung? Nicht. Dein Lebensanzeiger sieht so aus. Du musstest die Textbox jetzt nicht wegmachen. Ich hab die schon die ganze Zeit gesehen. Bei der Hälfte sieht das so aus. Es sieht genauso aus wie eben. Zum Beenden des Spiels einfach die Taste F12 drücken. Das ist die wichtigste Taste im ganzen Spiel, um diesen Schund zu beenden. Ich gebe dir noch einen Tipp. Versuch alle Rätsel zu lösen. Nicht alle sind wichtig, aber mach sie, du bekommst gute Preise und versuch alles zu finden. Durchsuch alles und vielleicht findest du ja was. Ja. Ich sag's mal so, das wird das ganze Projekt über so bleiben. Dieses Spiel ist ein grammatikalischer Kotzkrampf. So, das war's und viel Spaß noch. Wir. Ah, okay, wir sind jetzt hier im Spiel. Jetzt geht das Spiel los. Beginnen wir mit einer epischen Rückblende oder so, einem epischen Monolog des Hauptcharakters. Wir, die einst ganz normal lebten. Wir. Wieso? So viel Blut und Tod. Das ist das Tod. Das müsste mit D geschrieben werden. Ich glaube, das ist ein T, oder? Tod wird mit D geschrieben. Sonst hieße es ja Tod. Und das ist dann ein Adjektiv. Und das macht hier keinen Sinn. Warum? Wieso wir? Was haben wir gemacht? Und alles nur, weil einer aus unserem Dorf diesen Tempel gefunden hat. Wir. Nee, mir steht da. Manchmal ist die Schrift so derbe, pixelig. Mir tut sein Sohn heute noch leid. Ich glaube, da muss ich nochmal nachträglich irgendwas installieren. Irgendwie wird der Schrifttyp nicht richtig erkannt oder so. Mir tut sein Sohn heute noch leid. Warte doch! Du kriegst mich nie! Nanu, was ist denn das? Das ist ein Haus. Endlich bleibst du stehen! Was ist denn? Papa, was ist das? Ich weiß nicht. Ein Haus? Sieht aber interessant aus. Komm, wir gehen rein. Okay. Das ist ja cool. Fass dir bitte nichts an. Okay, Papa. Papa, was ist das? Das ist ein Effekt, den man im RPG-Maker einfügen kann und ein Erdbeben darstellen soll. Warum hat der so ein Hitlerbart ohne Scheiß? Das ist ein Erdbeben. Beweg dich nicht. Ängstlich. Ja, ich mach nix. Oh nein, böse Augen. Ängstlich. Unter mir bewegt sich was. Papa, nein. Das sah so spektakulär aus. Papa, wo bist du? Doppelpunkt. Wer ist P? Galileo Mystery wird dem Ganzen auf den Grund gehen. Wer ist P? Doppelpunkt. Papa, was ist mit dir? Wie unglaublich spektakulär und gruselig.
Und so ist es halt geschehen. Nur es gab ein Problem, und zwar wussten wir nicht, wo die beiden abgeblieben sind und haben deswegen einen Suchtrupp zusammengestellt. Ja, so ist es halt geschehen. Ich war auch dabei. Bei dem Suchtrupp, den wir zusammengestellt haben, weil wir nicht wussten, wo die zwei abgeblieben werden, waren. Das Spiel verblödet mich jetzt auch schon. Ich kann schon nicht mehr richtig in grammatikalisch korrekten Sätzen denken. Okay, lass uns suchen. Hier draußen sind sie nicht. Gehen wir den Tempel. Einverstanden. Was war das für ein Geräusch? Das ist ein Geräusch, was wir noch sehr oft hören werden in diesem Spiel und was einem ziemlich schnell, ziemlich krass auf die Nerven gehen kann. Freut euch schon drauf. Was ich übrigens sehr belustigend finde, ist, dass wir den Schaden aus dem Tutorial einfach mal mit ins Hauptspiel genommen haben. Guckt euch mal die Lebensleiste an. Schön. Da kommt was. Was ist das? Egal, aber wir müssen es aufhalten. Der sieht so cool und gar nicht scheiße aus, der Hauptcharakter. Ey. So, geschafft. Oh nein! Sie sind jetzt auch Zombies! Oh nein! Ich kann nichts anderes tun, als die Enter-Taste zu smashen. Ich hoffe, irgendwann geht sie kaputt. Das ist echt so ein spannendes Gameplay. Man hat so viel Einfluss darauf, was geschieht. Und schon wieder kommt eine Textbox direkt nach dem Kampf. Geschafft! Aber warum sie auch? Das ist eine sehr interessante Frage. Als ich wieder im Dorf ankam und die Kunde berichtete, sagte einer der Dorfbewohner, ich sei verrückt. Anschließend wurde ich verbannt. Nur weil einer gesagt hat, ich sei verrückt. Wow. Das ist ein geiles Dorf. Das ist echt ein geiles Dorf. Das war wahrscheinlich irgendwie so ein alter Sack, der sowieso schon senil und bisschen durch den Wind war. Der ist verrückt! Was, der ist verrückt? Steinigt ihn, verbannt ihn aus dem Dorf! Weil ich angeblich Märchengeschichten erzählt habe. Wow, also wenn das ein Grund ist, aus dem Dorf geworfen zu werden. Und daraufhin wurde das Dorf von den Zombies überrannt. Jetzt sind es schon 2 Jahre vergangen, seitdem ich in diesem verlassenen Dorf lebe. Ich wollte neu anfangen, doch ich konnte nicht, da ich noch was zu erledigen hatte. Eine mysteriöse Frau kam eines Morgens zu mir und erzählte mir, dass ich der Einzige sei, der es beenden konnte. Dass es meine Aufgabe war, hier alles zu vernichten, das nicht menschlich ist. Ich glaubte ihr natürlich nicht, bis wir angeriefen wurden. Oh nein, ein Anruf, es ist ein dringender Anruf, geh schnell ran! Du bist der Einzige, der es stoppen kann. Das ist ein Satz, der wird mir nie aus meinem Gedächtnis weichen. Ganz ehrlich, diesen Satz, den habe ich bis heute nicht vergessen. Ich wusste, dass der kommt. Das ist so ein Satz, da erkennt man nicht mal mehr, wo der Fehler liegt. Der ist so falsch, der Satz, dass man überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wie so ein Fehler überhaupt entsteht. Warum ich? Wieso? Ich bin kein Zombie-Killer. Ich weiß, aber du bist der Auserkorene.
Der Schrein, den du überlebt hast, ist der Anfang und das Ende dieses Albtraumes. Der Schrein, den er überlebt hat, welchen Schrein hat er denn überlebt? Soweit ich weiß, haben die diesen Schrein gar nicht betreten. Weißt du, wie viele schon gestorben sind? Du hast keine Wahl. Entweder kämpfst du mit uns mit, oder du wirst jämmerlich sterben. Was meinst du mit? Mit uns? Ich hab gesagt mit uns. Mit, nicht mit uns. Ich und noch ein paar Überlebende. Ein paar, das ist sowas wie Nachbar, nur dass es nicht nebenan ist. Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung, was ein paar bedeuten soll. Es soll wahrscheinlich ein paar heißen, aber das ist wieder sowas, wie entsteht so ein Fehler überhaupt? Ich habe mich schon so lange hier drauf vorbereitet und versucht, den Auserwählten vor diesem Chaos zu finden. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe jämmerlich versagt, aber das soll nicht bei dir der Fall sein. Ich werde dir helfen und nicht nur ich. Okay, du hast mich überzeugt. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, ich sehe dich gerade zum ersten Mal, aber irgendwie finde ich deine Argumente schon recht überzeugend. Welche Argumente? Die du genannt hast. Also, dass du versagt hast und sowas. Ja, das ist schon ein sehr überzeugendes Argument. Da hast du recht. Ach, übrigens, ich heiße Rina. Ah, du heißt Rina. Meinen Namen kennst du ja wahrscheinlich. Jeps, du heißt Manorel. Ich bin kein Zombie-Killer. Ich bin ein Fleckenkiller! Manoril Express, der Fleckenkiller schlechthin. Warum kennen Sie seinen Namen denn? Wir bekommen Besuch! Wie sind diese Zombies, die da jetzt gespawnt sind, hier reingekommen? Die Fenster sind alle zu und die sind jetzt einfach da. Ich kümmere mich um die. Boah, ist Rina stark. Vor allem der eine ist gleich tot gespawnt. Da ganz rechts, der ist schon tot gespawnt. Los, wir müssen verschwinden. Okay, das ist das verlassene Dorf. Hört ihr dieses... Wisst ihr jetzt, was ich meine mit, das kann einem ziemlich auf die Nerven gehen? Zählt einfach mal mit. Wir warten jetzt auf das nächste Rar und zählen mit. 1, 2, 3. Alle 3 Sekunden. Alle fucking 3 Sekunden kommt dieses Rar. Da kommen wir nicht weiter. Scheiße. Die greifen uns gar nicht an. Wieso? Ich glaub, sie warten auf was. Du hast recht. Sie hätten uns schon längst angegriffen. Was ist mit denen? Ich weiß nicht, aber wir sollten das nutzen. Wo gibt es hier noch einen Ausgang? Da, in der Gruft. Da gibt es ein Loch im Boden. Er führt in einen unterirdischen Tunnel. Der Tunnel führt in einen Wald und dann in eine Höhle und anschließend in eine Stadt. Und in der Stadt gibt es ein Haus und in diesem Haus gibt es ein Loch und das führt in einen anderen Tunnel und das führt dann in ein Gebirge, wo dann eine weitere Stadt ist und diese Stadt führt dann in einen unterirdischen Kanal und dieser Kanal führt ins Meer. Und wenn wir übers Meer geschwommen sind, ist da eine Insel und auf dieser Insel steht eine Kirche und in dieser Kirche ist ein Geheimgang, der führt uns wieder in diese Gruft zurück. Okay. Das ist die Stadt, in der ich verbannt wurde. Nicht aus der er verbannt wurde, sondern die Stadt, in der er verbannt wurde. Das macht Sinn. Die Verbannung ist egal, da sowieso alle wahrscheinlich tot sind. Komm, wir gehen. Wow, wir haben hier diesen hammerharten
diesen hammerharten Hauptcharakter. Oh, es ist keine Post für mich da. In einem verlassenen Dorf. Würde mich auch nicht sonderlich wundern. Ist das Bonus-Erfahrung? Oder nee, ich glaube, da konnte man sich, mit den Dingern kann man sich vollheilen, oder? Wir brauchen erst den Schlüssel für die Gruft, da die Gruft zu ist. Toll, und wo ist er? Da im Haus wahrscheinlich. Los, wir gehen. Okay, ich sammle hier mal diese ganze Bonus-Erfahrung ein. Die wollen wir nicht wegschmeißen, diese kostbare Bonus-Erfahrung. Hallo Zombies. Die uns weder Schaden machen und noch können wir sie angreifen. Jetzt gehen wir hier in dieses Haus. Die Tür ist versperrt. Und die andere? Wow. Wow, echt toll. Ja, das Spiel ist... Wow. Okay. Wow, der Zombie hat sich in einen roten Teppich verwandelt. Ich glaube, hier kann ich jedenfalls nur von einer Seite angefallen werden. Deswegen ist das ein ziemlich cleverer Punkt. Ein ziemlich cleverer taktischer Punkt. Hey, hier liegt Dynamit. Einfach so. Dynamite erhalten. Auf einmal ist es Englisch. Okay. Ich leg mich jetzt pennen. Gute Nacht. Ich finde schon voll cool, dass sich hier der eine Zombie in einen Teppich verwandelt hat. Ich wusste gar nicht, dass man aus Zombies Teppiche herstellt. Was ist hier? Was ist hier? Irgendwo muss doch hier der Schlüssel sein. Hallo Ritterrüstung. Hier ist ein Fass. Mit denen können wir aber nichts machen. Hier ist ein Buch. Wow, okay. Manuel hat sich so verändert. Eben sah er noch vollkommen anders aus. Da steckt was drin. Sie haben einen Schlüssel erhalten. Ich glaube, ich werde ihn ab jetzt mit zwei verschiedenen Stimmen sprechen. Jedes Mal, wenn er anders aussieht, spreche ich ihn mit einer anderen Stimme. Jetzt habe ich den Schlüssel erhalten. Und jetzt warten wahrscheinlich die Zombies draußen, ne? War klar. Oh nein, ich kann nicht über Blumen laufen. Da mache ich mir meine Schuhe ganz schmutzig. Hallo, Mr. Zombie. Ich würde Sie gerne tot sehen. Darauf habe also die Fixer gewartet. Sie wollen wohl nicht, dass wir in die Gruft gehen. Na, wartet, Freunde. Let's go to party. Deswegen wird das hier auch ein Let's Play sein. Und die Musik ist wirklich richtig horrormäßig. Und das ist auch nichts, was ich mir so privat anhören würde, weil es absolut geil klingt. Oh, die kommen hier alle aus ihren Gräbern raus. Die Musik fetzt richtig rein. What the fuck? Sind das viele? Jetzt scheinen sie uns haben zu wollen. Was auch immer das bedeuten soll. Wollen sie das Dynamite schmeißen? Leute, es wäre vielleicht klug, dies zu tun, um die ganzen Zombies loszuwerden. Aber wisst ihr, was passiert, wenn wir das Dynamit schmeißen? Gar nichts. Das Spiel bleibt hängen und man sieht dieses Dynamit, wie es da rumliegt. Und es passiert absolut nichts. Und dann dürften wir alles, was wir bis jetzt gemacht haben, nochmal von vorne machen. Das wäre doch toll, oder? Also ich schmeiße das Dynamite nicht. Aber die Musik ist schon... Wow, das ist ein Kopfloser, den habe ich erst gar nicht... Die können nicht auf die Brücke drauf! Okay, ich bleib hier. Ich bleib einfach hier. Kommst du bitte auch noch? Hallo? Hallo? Kommst du bitte hier hin? Genau. Ist sehr nett, wenn du hier hinkommst. Das wäre sehr nett. Kommst du? Hier kommen die Gegner und sie... Oh nein, aus der anderen Richtung, die können hier hin. Es gibt zwischendurch... Diese alten Säcke sind overpowered. Die können über Brücken gehen. Aber die Musik ist weiterhin sehr cool. Auch wenn sie überhaupt nicht horrormäßig ist. Sondern vielmehr so ein bisschen auf Badass-Motherfucker-Action.
Woanders hier jetzt alle? Nein, da unten sind noch welche. So, wir rennen jetzt weg und machen diese Tür auf. Es ist zu gefährlich, während die Zombies angreifen, eine Tür aufzuschließen. Es ist zu gefährlich, eine Tür aufzuschließen, da reinzugehen und sich zu verbarrikadieren. Das macht Sinn, dass das zu gefährlich ist. Nein, es ist natürlich viel ungefährlicher, gegen die Zombies zu kämpfen. Und dieses Spiel, ich weiß nicht, wie oft wir hier sterben werden, aber es könnte schon ziemlich oft sein. Es könnte einfach ziemlich oft sein, einfach nur weil das Gameplay so dermaßen beschissen ist. Der eine hat sich da gerade festgebackt, glaube ich. Es ist so zufallsbasiert, ob man einen Gegner trifft oder nicht. Ich glaube, das waren sie jetzt alle, oder? Nein, da sind immer noch welche. Wo seid ihr denn? Ach, da unten, meine lieben Zombies. Zombieleinchen. War das jetzt der letzte? Oder geht's um die auf der anderen Seite auch noch? Hier ist noch Bonuserfahrung. Ich glaube, das ist gar keine Bonuserfahrung. Das ist Heilung, oder? Ich glaube, das ist Heilung. So, hier unten ist doch bestimmt auch noch einer. Ja, hier sind noch ganz viele. Ich meine, wen kümmern die Zombies, die hier sind? Ohne Scheiß jetzt. Wen kümmern die? Die hätten einen wohl kaum davon abgehalten. So, das waren jetzt alle, glaube ich, ne? Die Musik hat auch aufgehört. Nein, hat sie nicht. Sie kommt nochmal. Ich meine, diese Zombies, die hier waren, wen haben die, hätten die denn aufgehalten davon, da reinzugehen? Die waren doch weit genug weg. Aber jetzt können wir hier rein. Guck mal, das sind Buchstaben. Wo? Ach da, auf dem Boden. Wer malt hier einfach Buchstaben auf den Boden? Also wirklich, das missfällt mir aber. Was hat das wohl auf sich? Ach, hier sind die Zombies leben ja sogar noch. Das finde ich nicht gut. Lebende Zombies sind doofe Zombies. Ich hätte ganz gerne einen Speicherpunkt, damit ich diesen Part beenden kann. Die legen sich nicht mehr mit uns an. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt bis jetzt. Lasst mir doch gerne mal einen Kommentar da, wie sehr euch das gefällt. Hier ist ein Schrank, den wir nicht aufmachen können. Also mir persönlich gefällt das wunderbar, denn dieses Projekt, dieses Spiel an sich ist richtig kacke. Welches Wasser soll ich dahin gießen? Kannst du bitte gar kein Wasser dahin gießen? Du hast nicht mal Wasser. Nix gemacht. Okay. Irgendwie müsste ich doch erstmal rausfinden, was es damit auf sich hat. Hey, cool, ein Klavier, da steht was drauf. Da steht was. 1, Baum A. 2, Baum D. Hm, was hat das nur zu bedeuten? Vor allem, welcher Baum ist Baum 1 und welcher Baum ist Baum 2? Gieß mal Wasser A da rein. Kein Wasser A vorhanden. 1 Baum A und 1 Baum D stand da, ne? Ja. Dann kommt hier Wasser A rein. Das haben wir da jetzt reingegisst. Oder reingegossen. Welches soll ich da reingissen? Ohne Scheiß. Wer schreibt gießen ohne IE? Und mit Doppel-S? Ja, und jetzt gieß das mal da rein. Ah, okay, hier ist ja jetzt ein Speicherpunkt erschienen. Ich glaube, das ist ein Speicherpunkt, oder? Ja, es ist ein Speicherpunkt. Auf Spielstand 1. Wisst ihr, was das Tolle ist? Man kann jederzeit im Hauptmenü speichern. Ich weiß nicht, warum hier jemand Speicherpunkte eingebaut hat. Und alles, was dieses Rätsel gemacht hat, ist, diesen Speicherpunkt freizuschalten. Das brauchten wir nicht mal, um weiterzukommen. Das Spiel hat festgesetzte Speicherpunkte. Aber man kann jederzeit speichern. Zack. Ist das nicht toll? Da war jemand sehr konsequent. So. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei diesem Projekt. Bis dann, Leute. Ciao. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten, und willkommen zurück zu Let's Play War of Death.
Wir begeben uns jetzt in dieses Loch. Sollen wir da runter? Ja. Es bleibt ja kein anderer Weg. Boah, geil. Da kommen wir nicht weiter. Scheiße, wir sitzen in einer Sackgasse. Nein, nicht ganz. Siehst du diese Fackeln und diese komischen Leuchtdinger? Ich glaub, die hängen miteinander zusammen. Aha. Das ist ein Rätsel. Du musst versuchen, die richtige Farbe rauszubekommen. Bei falschen Antworten wirst du bestraft. Achtung! Hier ist im Raum sind Fallen am Boden. Also Vorschicht! Ja, was auch immer eine Vorschicht ist. Und dass das ein Rätsel ist, hätte ich nie für möglich gehalten. In welcher Farbe soll ich es anzünden? Wow, warum leuchten denn jetzt die Leuchtedinger nicht mehr? Nanu, ich habe auf einmal ein Kribbeln im Bauch. Dann mach's rot. Ach so, okay. Das sind die Fallern. In welcher Farbe soll ich es entzünden? Blau. Es hat geöffnet! What? Das war der gesamte... Hier ist ein Medipack. Das nehme ich doch mit. Das war das gesamte Rätsel. Alter, man kann das so schlecht sehen, diese Fallern. Da muss man echt Vorschicht haben. Und die Zombies können da einfach rübergehen, oder was? Ich kämpfe die jetzt nicht. Warum sollte ich? So sind wir also aus der Stadt gekommen. Wir dachten, dass jeden Moment neue Zombies kommen. Aber es kamen keine. Wieso? Immer diese Wieso, die nicht kommen. Sonst rennen sie doch einen hinterher, bis man Blut spuckt. Als wir dann im Wald ankamen, sah er nicht mehr so aus wie damals. Überall Löcher, wo Leichen rauskamen und die Bäume tot. Ich finde diesen Satz so lächerlich. Überall Löcher, wo Leichen rauskamen und die Bäume tot. Und noch schlimmer war, dass der Nebel immer stärker wurde. Zu Glück waren nicht alle tot, es gab noch Lebende. Es war jedoch ein taktisches Spiel gegen die Zeit. Ja, dieses Spiel ist ein taktisches Spiel gegen den Verlust meines Verstandes. Irgendwann fährt diese Grammatik auf mich ab. Der Nebel wurde stärker. Weißt du, er kommt dahin und sagt das einfach zu Rina, obwohl die ganze Zeit dabei ist und das selber sieht. Ich weiß, ab jetzt übernehme ich. Oh, jetzt spielen wir Rina. Das war doch so die Badass Motherfuckerin. Hier liegen überall Leichen. Ach ja, aber ich sehe die Löcher nicht, wo die Leichen rauskamen. Und die Bäume tot sehe ich auch nicht. Hier ist... Geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Liegt hier irgendwo noch Heilung rum? Ich möchte keine Heilung verpassen. Nein, liegt es nicht. Nach einigen Gebirgspfaden fanden wir ein kleines Lager. Ich glaubte meinen Augen nicht. Bisher hatte ich nur Menschen in Gestalt von Zombies gesehen. Weil Zombies ja auch Menschen sind. Aber da waren echte, lebendige Menschen. Sie haben uns herzlich empfangen. Sie hatten ihre volle Aufmerksamkeit auf uns gerichtet. Und sie hatten Hoffnung, dass das hier irgendwann endet. Was? Und sie hatten Hoffnung, dass das hier irgendwann endet. Okay. Wahrscheinlich mit dem Tod. Enden tut es so oder so. Ich versprach, dass ich es aufhalten würde und als Tausch hatten sie geschworen, uns so gut wie möglich zu versorgen. Mit Schmerzmittel und sonstigen heilenden Mittel. Das ist das beste Spiel ever. Ohne Scheiß. Solche Spiele mag ich richtig gerne. Mit so einer richtigen Rotzgrammatik. Das ist... Weiß ich nicht. Das ist Comedy pur. Da kann man sich einfach richtig gut drüber lustig machen. Und ich fände es richtig geil, wenn es noch mehr...
Spiele geben würde, bei denen die Grammatik so schlecht ist wie hier. Ich meine, das habe ich in noch keinem anderen Spiel gesehen. Nicht mal Dreamland war so schlecht. Wir nahmen das Angebot an und sind erst einmal uns erholen gegangen. So würde ich das damals nennen. Was ist nur mit der Zeit passiert? Was? Geheiligt sei Sten. Jetzt hört genau hin. Geheiligt sei Sten. Geheiligt sei... Haltet doch mal die Klappe, Mann, ey. So, schon besser. Hahaha, das ist echt lustig und passt so gut in dieses Horror-Survival-Setting. Und wisst ihr, was auch ganz toll in dieses Survival-Setting passt? Diese Zelda-Shop-Musik. Das ist einfach die Musik aus dem Zelda-Shop. Und seht ihr bei den Blumen, dass da immer so ein gelber Rand drum ist, wenn die sich bewegen? Ach, hier sind übrigens auch wieder Disco-Blumen. Das habe ich ja gar nicht gesehen bis jetzt. Was ist gerade passiert? Haben wir Bonuserfahrungen eingesammelt? Wo lang geht... Hier können wir nicht lang. Okay. Da reden wir doch mal mit den Leuten. Heute ist ein schöner Tag, abgesehen von den Zombies. Ja. Schön. Es ist ein schön nebliger Tag. Da muss ich dir zustimmen. Aber nur hier im Bereich. Wenn du hier rausgehst, ist voll der starke Nebel. Das ist voll der starke Nebel, Alter. Das merke ich mir. Ja, okay, wir müssen los. Noch einen schönen Tag, Winches. Hallo. Ich hätte mal eine Frage bezüglich des Nebels hier. Wie war das jetzt schon deine Frage oder so? Nein, nein. Okay, was für eine Frage? Wieso ist hier eigentlich kein starker Nebel? Ja, das liegt an den Hügeln hier. Sie verhindern, dass der Nebel hier reinkommt. Das ist zumindest die logischste Erklärung, die ich mir gerade an den Haaren herbeiziehen konnte. Okay, danke. Sagt er nochmal das Gleiche, wenn man ihn anspricht? Ja. Was ist mit dem hier? Hallöhin! Ich habe eine Frage, und zwar ist es nicht so, dass es heutzutage fast keine lebenden Menschen gibt? Wie habt ihr überlebt? Heutzutage? Wie wir überlebt haben? Das ist einfach. Wir sind ein geheimer Kult, der vor 200 Jahren gegründet wurde. Und wir haben über alte... Und wir haben über alte Ruinen. Okay. Und wir haben über alte Ruinen, in denen wir uns versteckt hielten. Wir haben über... Das macht gar keinen Sinn. Bis wir eines Tages doch Jetzt heißt es nicht mehr angegriffen. Als ob angegriffen nicht schon schlimm genug wäre. Nein, jetzt wurden sie sogar eingegriffen. Bis wir eines Tages doch eingegriffen wurden... Doch Sten hat uns gerettet. Wer ist dieser Sten? Das ist der Sohn des Anführers des Kultes. Er ist sehr schlagkräftig. Nein, sehr schlagkräftig. Aber genug, ich habe schon genug erzählt. Wenn du mehr genug wissen willst... Ach, da stand übrigens, wenn du... wissen willst, das stand gar nicht mehr. Dassen geht zum Tempel der Schatten. Der hat nämlich alles angefangen. Wer nämlich mit H schreibt, ist zwar nicht dämlich, aber wer es mit E schreibt, der ist dämlich. Da hat nämlich alles angefangen und da sind sie auch, Sten und sein Vater. Okay, danke. Hier ist Heilung. Aber wir sind doch schon... Warte mal, wir kommen in dieses Dorf und werden automatisch voll geheilt. Warum liegt dann hier Heilung im Dorf rum? Das macht keinen Sinn. Hier ist... Ist hier jemand drin? Hallo, ist hier jemand drin in diesem Zelt? Papa hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Okay, wir gehen ja schon.
Dank Sten leben wir noch. Wer ist Sten? Das hast du eben schon mal gefragt. Fragen. Das hatte ich schon wieder vollkommen vergessen. Warum sagt er das? Frag meinen Mann. Er wird es dir sagen. Wie, du hast einen Mann? Nein, ich hab einen Man. Also frag meinen LKW, er wird es dir sagen. Okay. Hallo, ist hier noch jemand drin? Oh, hier war auf jeden Fall noch mal Heilung drin. Heilung, die wir ganz bitter nötig haben. Kann man hier noch rein? Ja, doch. Aber hier ist nichts, oder? Da ist gar nichts drin. Doch, hier ist doch noch was. Oh, hier war noch mal Heilung. Wow, wow, wirklich unglaublich gut. Dann ist das noch der letzte, mit dem wir reden können. Und ansonsten hat dieses Dorf, glaube ich, keine weitere Funktion. Willkommen, wir haben gute Angebote. Wollen Sie was kaufen? Ja. Das sind unsere Angebote und... Was? Das sind unsere Angebote und bei den meisten anderen Händlern ist das dasselbe. Uns? Das... Vielen Dank! Wir haben nicht mal was gekauft. Willkommen, wir haben gute Angebote. Wollen Sie was kaufen? Nein. Okay, beehren Sie uns aber bald wieder. Selbst wenn man sagt, man will was kaufen, dann kommt man nicht mal in den Shop oder sowas. Vor allem sowas gibt es hier auch gar nicht, weil die Heilung liegt so auf dem Weg rum und es gibt kein Item, was heilen kann, oder? Man hat nicht mal ein Inventar. Man hat nicht mal ein Inventar. Dann speichere ich nochmal über den ersten Spielstand. So, und jetzt geht eigentlich auch gar nichts anderes mehr, als weiterzugehen. Und zwar in die entgegengesetzte Richtung, oder? Wow, die Atmosphäre ist so gut. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Was meinst du, sollen wir da hingehen? Ah, das ist, damit man in das Dorf gehen kann. Nein, lieber nicht. Das ist, damit man in das Dorf gehen kann, bevor man dahin geht, weil sonst könnte man ja das Dorf verpassen. Was mich jetzt interessieren wird, wenn wir hier jetzt nochmal in das Dorf gehen, kommt dann nochmal diese Zwischensequenz? Nein, kommt es nicht. Okay, hier geht's einfach wieder zu... aber die Leben hier respawnen wieder, okay. Ja, aber wir waren schon in dem Dorf und mehr als wir da gemacht haben, gibt's nicht zu sehen und hier kommen wir jetzt weiter. Ja, lass uns gehen. Und hier ist scheinbar ein Point of No Return. Aber hier sind Zombies! Einfach wieder die Enter-Taste kloppen, mehr Einfluss können wir nicht drauf haben, wie dieser Kampf ausgeht. Und die Zombies, die laufen auch nicht mal in unsere Richtung. Die laufen so vollkommen wahllos in alle Richtungen. Hier geht's runter. Was ist denn hier? Ich war hier noch nie. Hier steht, die Heiligen der Natur bewachen diesen Ort. Holt ihr euch ihren Respekt oder stirbt? Was? Oh, was ist das für ein Scheiß? Wir schaffen das schon. Nanu, es passiert ja nichts. Ah, jetzt ist der Weg frei. Gehen wir zu den Leuten zurück und fragen sie, was das für ein Ort ist. Ich verstehe es gerade gar nicht. Er geht einfach zu so einem Grabstein? Es passiert ja nichts, als ob bei einem Grabstein immer was passiert, wenn man davor steht. Geht's hier noch weiter? Nein. Aber, ganz ehrlich, das ist was? Was ich bei War of Death vorher noch nie gemacht habe. Ich gehe mal speichern. Hier an diesem Ort war ich ehrlich gesagt noch nie. Und diesen Hinweis, dass wir zurück zu den Leuten gehen sollten, hatte ich auch noch nie. Dann gehe ich einfach mal zurück. Vor allem, warum warnt sie uns, dass wir was verpassen könnten, wenn wir hier sowieso wieder zurückgehen können? Ich dachte, das wäre ein Point of No Return, aber scheinbar nicht. What the f... Alter, das kenne ich nicht mal. Ohne Scheiß.
Das kenne ich nicht mal. Ich wusste gar nicht, dass das passieren kann. Hä? Ich dachte eigentlich, man geht da so nach oben weiter und dann kommt noch ganz viel anderes. Diesen Bereich des Spiels kenne ich überhaupt nicht. Das flasht mich jetzt gerade schon ein bisschen. Was ist denn hier passiert? Ich fürchte, das war das Geheimnis dieses Ortes und gleichzeitig ihr Untergang. Das war das Geheimnis. Okay. Manoril hat an diesem Grabstein rumgefummelt und deswegen mussten die Leute sterben. Daraus schlussfolgere ich, dass Manoril diese Leute umgebracht hat. Wieso haben wir das bloß gemacht? Ist doch egal, wir können sowieso nichts mehr dran ändern. Er bringt einfach alle Leute um und sie so, ist doch egal, jetzt können wir es auch nicht mehr ändern. Das waren zwar vielleicht die einzigen Überlebenden auf diesem Planeten, aber ist doch egal. Okay, lass uns weitergehen. Wow, hier ist noch ein neuer Speicherpunkt. Okay. Interessant. Ich war hier tatsächlich noch nicht. Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt hier. Aber hier gab es noch mal einen zusätzlichen Kristall. So, wir Hätte man das auch nicht versauen können und dann wäre irgendwas Gutes passiert? Wo kommen die denn auf einmal her? What the Okay. Um die möchte ich mich aber eigentlich nicht kümmern. Ich finde das trotzdem lustig. Wir begehen einfach mal einen Massenmord und dann heißt es einfach, ach, ist ja nicht so schlimm, können wir jetzt auch nicht mehr ändern. So. Das war eins der dämlichsten Dinge, die ich je erlebt habe. Ich hab mal eine Frage. Und zwar, wieso passiert das alles? Woher soll ich denn das wissen? Diese Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Das alles ist so, als... Das alles ist so, als so ein Idiot den Schrein betreten hat, wurden die Fesseln von Memphis, Xehanors und Deliras gelöst. Ja. Als irgend so ein Idiot den Schrein betreten hat. Wir wissen ja, welcher Idiot das war. Aber warum löst das Betreten dieses Schreins alleine die Fesseln von denen? Und wenn das so schlimm ist, wenn das wirklich so schlimm ist, warum hat man das dann nicht besser versiegelt? Sie führen nun Krieg untereinander. Die drei haben schon vor 150 Jahren gewütet und haben verloren. What? Sie führen Krieg untereinander. Das heißt, sie bekämpfen sich gegenseitig. Und dann haben sie verloren. Wer sind sie? Haben die alle gleichzeitig? Das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendeiner von denen muss doch dann gewonnen haben. Dank meiner Ur-Ur-Ur-Opa hat es nicht lange gedauert. Er hat damals den Auserwählten gefunden und jetzt habe ich den Auserwählten gefunden. Du musst jetzt gegen Memphis, Deliras und Xehanors kämpfen. Und es wird schwer werden, denn sie führen Krieg untereinander. Das erwähntest du schon mal. Jeder von ihnen hat eine Wächterkreatur. Von Xehanors kennst du die ja schon. Aber genug geredet. Los, wir müssen weiter. Warum kenne ich die von Xehanors schon? Wer ist denn das? Die Zombies? Was ist das hier? Was sind das für Dinger? Kaputt. Ich will sie ehrlich gesagt nicht bekämpfen. Kann ich die nicht irgendwie umgehen, denn... Schaden nehmen ist nicht so dolle. Schaden nehmen macht Aua. Hier geht's aber nicht weiter. Ich glaube, hier war so eine Art Schieberätsel und die kann ich erst machen, wenn ich die Gegner alle besiegt habe. Ach, die können nicht über ihre Leichen drüber gehen, okay?
Hä, was machen die denn da? Die bleiben manchmal so völlig dämlich in der Gegend rumstehen. Okay. Hier kann ich nicht lang. Okay, dann mache ich das. Die schiebe ich nach da. Und dann schiebe ich die nach oben. Und warte mal, kann ich über die Büsche kann ich rüberlaufen, okay. Weißt du, über manche Büsche kann ich rübergehen. Aber über Blumen. Nein, Blumen nicht. Die sind zu schön. Die will ich nicht kaputt treten. So. Ich hoffe, man kann sich dieses Rätsel nicht kaputt bauen. Okay, der hängt fest. Sehr schön. Und ich hoffe, dass man diese Kiste, also das hoffe ich jetzt wirklich, dass man diese Kiste über Gegnerleichen drüber schieben kann. Das wäre nämlich sonst ziemlich dämlich. Kaputt. So, dann schieben wir die Kiste hier. Ach, ist das nicht lustig? Macht das nicht Spaß? Fühlt ihr den Horror? Ich find's richtig gruselig, Kisten durch die Gegend zu schieben. Moment. Ich glaube, erst muss ich diese Kiste verschieben, damit ich für die andere genug Platz habe. Sonst gibt's hier keine große Schwierigkeit. Ich bring die Kiste nach hier und pack sie hier drauf. Und schieb die Kiste nach unten. Jetzt kann ich wieder von hier kommen. Und dann haben wir das Rätsel auch eigentlich schon fast gelöst, ne? Das haben wir dann schon erfolgreich absolviert. So richtig geile Effekte und so. Boom, boom, Explosion, kaputt. Das heißt, jetzt gibt's nicht. Da ist eine Brücke. Los, wir müssen weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier uns den Rückweg abgeschnitten und kaputt gemacht. Leute, die Brücke ist weg. Wir können aber einfach trotzdem noch drüber laufen. Naja, also wenn das Spiel meint, man, ne, dann. Oh, Scheiße! Da hat ja jemand eine Bombe platziert. Egal, zurück müssen wir sowieso nicht. Los, weiter. Zurück müssen wir sowieso nicht. Immerhin hast du ja alle umgebracht. Ah ja, stimmt. Das war lustig. Naja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Ich sehe nichts. Ohne Scheiß. Ich bleib erstmal hier und hämmer auf die Enter-Taste. Bis diese Dinger hier besiegt sind, was auch immer das für Dinger sind. Und ich bin fast tot. Ich bin halb tot. Das ist sehr schön. Das ist eins der richtig tollen Dinge hier in War of Death. Man kann nichts sehen. Ist es nicht unglaublich gruselig, wenn man absolut gar nichts sieht? Ich kann auch nur erahnen, dass ich gerade was eingesammelt habe, was meine Leben wieder auffüllt. Wo geht's denn weiter? Ist das eine Höhle? Ja, das ist eine Höhle. Und auch in dieser Höhle sieht man nicht sonderlich viel. Ich würde allerdings sagen, hier an dieser Stelle sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Schreibt wie immer in die Kommentare, wie euch das Projekt gefällt. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, Leute. Ciao. Ich wünsche euch einen fantastabulösen guten Tag, meine lieben Patienten. Lange habt ihr nichts von diesem Spiel gehört. Und jetzt geht's endlich weiter mit War of Death, wie man vielleicht nicht sehen kann, denn das Spiel ist weiterhin extrem dunkel und man sieht gar nichts in diesem Spiel. Eigentlich macht es gar keinen Unterschied. Ich hätte das eigentlich so veröffentlichen können, wie es ursprünglich war. Denn diese Folge habe ich schon mal aufgenommen, nur war ich leider so dämlich. Bei meinem Programm, mit dem ich aufnehme, muss man die Anwendung auswählen, die man aufnimmt. Und blöderweise heißt der Ordner, in dem sich das Spiel befindet, genauso wie das Spiel selber und war zur gleichen Zeit offen. Und deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit nur den Ordner, in dem sich das Spiel befindet, aufgenommen. Yeah, das ist das geilste Gameplay ever! Aber wie ich bereits feststellen musste, ändert das ja nicht wirklich viel an
dem, was man sieht, denn dieses Spiel zeigt einem so auch nicht viel. Das sind Leichen. Und hier ist ein dämlich nicht gesetzter Teleporter, oder man sieht einfach die Wand an der Stelle nicht. Hier gibt's jetzt eine Höhle oder so. Richtig gut gesetzte Teleporter auf jeden Fall. So, hier gibt es genau diese Höhle. Die ist absolut nutzlos. Da kann man nur Schaden kriegen und in den Kisten ist einfach nichts drin. Es ist einfach nichts drin und deswegen werde ich die auch nicht machen. Ich gehe jetzt einfach hier oben weiter. Da sieht man schon eine extrem gut aussehende Lichtquelle. Gut. Als wir aus der Höhle rauskamen, sahen wir es das. Das ganze Dorf war zerstört. Alle Gebäude waren verbrannt und das Schlimmste war, dass die meisten Zombies, die wir bereits getötet haben, aus diesem Dorf stammen. Meine Familie, meine Freunde und das restliche Dorf. Die Leute, die mich verbannt hatten, weil sie mir nicht geglaubt haben. Tja, irgendwie selber schuld. Man könnte sagen, dass das die Hölle auf Erden ist. Manche glauben vielleicht, dass wir den Untoten überlegen sind. Aber mal im Ernst, wir sind unterlegen, da alles, was wir machen, vergeblich ist. Hier in der Stadt kenne ich mich gut aus, ich gehe wieder voran. Okay. Was glaubst du, wie viele Zombies wurden getötet und wie viele Menschen? Ich glaube, das ist nicht wirklich wichtig. Das glaube ich aber auch. Es ist unglaublich blöd. Und es wurden garantiert mehr Menschen zu Zombies gemacht als Zombies getötet. Denn wenn diese Leute da die Manoral getötet hat, ich weiß nicht. Haben wir bis jetzt mehr Zombies oder mehr Menschen selbst getötet? Fragt euch das mal. Viel wichtiger ist doch, dass das Dorf zerstört wurde und wir nichts dagegen machen konnten. Ja, das ist unglaublich wichtig. Du hast recht. Wir müssen weiter. Ja, wir müssen weiter. Was machen die da um den Totenhund? Sie wollen ihn wieder beleben. Los, wir müssen sie stoppen. Wir sind zu spät. Scheiße! Ich liebe diese Story. Die ist so dramatisch und fesselnd. Jetzt müssen wir Den besiegen. Er ist aber stärker als normale Hunde. Viel stärker. Geil, Teleporter sind so richtig gut gesetzt. Und jetzt einfach die Enter-Taste kloppen. Zwischendurch vielleicht auch mal in die Richtung drehen, wo der ist. Hallo? Vor allem, er kann da über die Teleporter laufen, oder was? Das ist so Glück. Es ist einfach nur Glück. Es ist noch schlechter als in Dreamland. Ernsthaft, ich bin fast tot. Los, wir müssen weiter. Hier sind sicherlich noch mehr. Ich komme. Los, wir müssen uns beeilen. Jetzt hört man überall Hunde und es sind noch mehr. Ja, und da ist ein Medipack, das nehme ich aber mit. Da ist noch ein Medipack. Ich heile mich jetzt erstmal hier mit. Da ist ein Hund. Und jetzt geht's wieder irgendwo den. Da ist ein Medipack, das uns fast vollgeheilt hat. Wow, nein, eine Hundemeute. Hilfe, warum rennt ihr mir denn alle hinterher? Ich bin nicht euer Herrchen. Ich hab kein Futter. Nein, lasst mich in Ruhe. Ja, wie das aussieht, wird einfach von so einer Meute Hunde verfolgt. Wo ist denn der Map-Ausgang? Es ist überhaupt nicht offensichtlich zu sehen. Hier ist nochmal Leben. Ist hier der Map-Ausgang? Okay. Jetzt bin ich wieder eine Map zurückgegangen. Hier können die Hunde nicht hin, oder? Dann gehe ich einfach mal am Rand der Map lang, oder?
Irgendwann muss ich ja zu irgendwas kommen. Nein. Lasst mich doch einfach in Frieden. Ich will doch einfach nur weitergehen. Da ist der... Da geht's weiter, okay. Geh doch wieder dahin. Ich weiß noch, in ein Haus konnte man reingehen und das ist... Diese Hunde, die möchte ich ehrlich gesagt... Da ist Bonuserfahrung oder das ist ein kleiner Heiltrank oder sowas. In irgendein Haus konnte man reingehen. In das hier. Das ist so random. Und da ist ein Speicherpunkt drin, den wir nicht mal brauchen. Das war ja das. Das hatten wir beim ersten Mal, wo wir das gespielt haben. Irgendwie in Part... Ich glaube, hier an dieser Stelle sogar gemerkt. In der Stadt war niemand außer so Zombiehunden. Mehr haben wir uns auch nicht erhofft. Trotzdem fand ich es zu ruhig. Den mindestens einer musste doch überlebt haben. Nanu, was ist denn hier passiert? Das gleiche wie überall sonst auch. Scheiße, das waren einige unserer Soldaten. Was für Soldaten? Egal, erzähle ich dir später. Los, wir müssen General Gyron finden. General Gyros. Was für ein Biest hat das hier angestellt? Erst die Zombies und jetzt auch noch das? An die Kiste kommt ja niemand ran, wenn die da oben steht. Kopf hoch! Wir müssen diese General Gyros finden, den du genannt hast. Vielleicht er uns ja weiterhelfen. Okay, weiter geht's. Er ist auch kein Grammatiklehrer. Zack, zack. Dieser Fels blockiert den Weg. Wir müssen ihn irgendwie wegbekommen. Ich glaube, das war irgendwo voll versteckt hinter so einer Säule gewesen. Oder man musste jetzt erst da drauf treten. Irgendwas musste man machen, auf jeden Fall. Das war voll random. Hier ist auch ein Felsen. Da ist ein Skelett. Ja, dann mach ihn doch weg. Hä? Zack. Und jetzt? Ich verstehe das nicht. Einfach nochmal? Da ist jetzt die Kiste. Sollen wir die Kiste öffnen? Nein, da kommen nur Monster aus. Was? Okay, eben nicht. Wäre aber interessant, was drin ist. Nein, da sind nur Monster drin. Wir müssen die wohl aufmachen. Die Kiste ist ja leer. War ja klar. Oh, noch mehr. Jetzt ist offen. Da liegt ja jemand und er scheint noch zu leben. Was ist mit Ihnen, Soldat? Was ist passiert? Wir wurden von Zombies angegriffen. What the fuck? Der kann angegriffen richtig schreiben. Hashtag Hust. Hashtag. Ich hab nicht mehr lange Zeit. Wenn ihr General Gyron sucht, Hashtag Hust. Hashtag. Er ist am Ende die Eser Höhle mit weiteren Überlebenden. So würde kein Arsch sprechen, wenn er gerade stirbt. Hat sich da jemand überhaupt Gedanken gemacht, wie jemand, der gerade im Sterben liegt, sprechen würde und wo er die Pausen setzen würde, wenn er es schwer hätte zu sprechen? Garantiert nicht mitten im Wort. Und so, ich meine, wer ist? So würde man das nicht sagen. Niemals. Oder in dieser Höhle. Er ist tot. Wieso weinst du? Du kanntest ihn doch nicht etwa.
Doch, ich kannte ihn. Er war einer der Spiondes. Und General Gyros ist ihr Anführer. Und ich bin die rechte Hand von ihm. Was? Du bist die rechte Hand von eines Generales? Ja, Problem damit, Digga. Nein, nein, es ist nur so. Ach, egal. Los, lass uns General Gyros aufsuchen. Oh, er ist tot. All die gemeinsamen Momente, die wir mit ihm hatten. Wie er da rumlag. Das ist alles, woran wir uns mit ihm erinnern. Toll. Wer zum Teufel ist das? Krenorbälle, die dienen zur Verteidigung, aber wer hat sie aktiviert? Autsch, was sollte das denn? Oje, oje. Wir sollten uns lieber bereilen. Ja, wir müssen jetzt hier durch und diesen Bällen können wir eigentlich nicht wirklich ausweichen. Wir können die auch nicht besiegen, wir können gar nichts gegen die machen. Die kommen einfach so auf uns zu. Ha, wir sind da. Halt, wer ist da? Ich bin's, Ibims, die Rina. Vizegeneralin Rina. Was höre ich da? Vizegeneralin Rina ist wieder da. Ja, ich bin wieder da. Und ich habe den Auserwählten bei mir. Das sind ja mal gute Neuigkeiten. Los, komm, und der Auserwählte natürlich auch. Diese Frisur ist so toll. Und was ist denn in der Zwischenzeit in der Außenwelt passiert? Passiert ist viel, aber nichts Gutes. Außer, dass wir eine kleine Basis von Menschen gefunden haben. Die Leute da waren freundlich und voller Hoffnung. Aber sie nerven auch einer gewissen Zeit, denn sie schreien immer, geheiligt sei Sten. Weißt du, was das zu bedeuten hat? Die waren so nett und fröhlich. Und dann haben wir sie umgebracht. Ja, das war lustig. Sten? Das ist doch der Sohn des Anführers des Schattenkultes. Meine Augenbrauen spielen schon verrückt. Die haben doch diesen Tempel und das darin erschaffen. Also, ich fand die Leute ganz nett. Und es hat mich trotzdem nicht davon abgehalten, die alle umzubringen. Was man von dir nicht behaupten kann, wenn du Menschen nicht gesehen hast, aber trotzdem sagst, sie wären böse. Ach nein. Wenn du Menschen nicht gesehen hast, aber trotzdem sagst, sie wären böse. Das sind gar keine Bossgegner gewesen. Okay, rück dich ab. Was ist nun mit diesen Menschen? Sie sind tot. Was? Erst beleidigst du mich, dass ich nicht menschlich bin und jetzt sagst du, sie sind tot? Ja, so trifft das in etwa zu. Und ich hab sie alle umgebracht. Ach egal, bei der Macht meiner Augenbrauen. Ganz ehrlich, was passiert da immer mit seinen Augenbrauen zwischendurch? Die werden so richtig fett und buschig einfach. Das sind so, die sehen jetzt auf einmal ganz anders aus. Rede weiter, Rina, was gibt's noch? Es ist was Schlimmes passiert. Und zwar können die Zombies ihre Lebensenergie gegen das Leben einer anderen Leiche tauschen, wie wir es bei dem Hund gesehen haben. Und da schien die das scheinbar schon zu kennen, diesen Prozess. Also dürfte das gar nichts Neues für sie sein. Und so die andere Leiche wiederbeleben und stärker machen. Das ist nicht gut. Gibt es noch was ich wissen müsste? Dann wären da noch die Klavnes. Xermos ist ganz befreit. Wir sollten uns bereilen. Okay, los, abrücken. Das sind so Power Rangers. Ich kann die nicht ernst nehmen mit diesen Rüstungen. Vor allem die Gesichter von denen. Das sind einfach nur so schwarze Kreise mit Punkten drin. Komm mit. Und so trafen wir Gyros. Ich hab mich mit ihm nicht wirklich gut verstanden, weil er so ein eigenartig drauf ist. Weil er so ein eigenartig drauf ist.
Aha. Was genau ist denn ein eigenartig drauf? Er hat irgendwie immer im Hinterkopf andere Gedanken. Aber wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Gesichert, Sir. Gut, geht schon mal vor. Ich komm gleich nach. Gut, geht schon mal vor. Gut, los, geht schon mal vor. Ich komm gleich nach. Falsche Stimme benutzt. Jawohl, los, kommt. Yeah, wie sie da lang gehen. Es sieht so... Weiß ich nicht, es sieht so unelegant aus einfach. Sie soll dort bewachen, den Eingang. Jawohl. So, okay. Alle aufgeben, Aufgaben verteilt. Folgt mir. Was haben wir hier? Eine altes Lager. Das kommt gerade wie gerufen. Los, wir bleiben die Nacht hier. Wir sind zwar gerade erst aus der Höhle rausgegangen, wo wir die ganze Zeit nur gar nichts gemacht haben und gechillt haben, aber wir brauchen jetzt gerade mal wieder, diese 10 Meter, die machen mich krank, Digga. Diese 10 Meter, die ich gerade gegangen bin, boah, ich kann nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Wir machen jetzt ein Lager auf und verbringen die Nacht hier. Jawohl. Diese Paint-Gesichter von diesen Soldaten. Und was habt ihr jetzt vor? Wir werden uns mit Sten am Tempel treffen. Wenn sie es aufgebaut haben, dann müssen sie auch wissen, wie man es aufhaltet oder eine Methode wissen, wie man es leichter hat, als sich gegen eine ganze Untotenarmee wehren zu müssen. Okay. Eigentlich will ich das nicht, aber wenn sein muss, dann machen wir das. Meine Augenbrauen. Morgen früh gehen wir los. Ruht euch jetzt aus. Ah, wir werden angegriffen. Oh mein Gott, was für Spannung. Der Nächsten. Los, Außerwärter, töte sie. Ich will sehen, wie gut du im Schwertkampf bist. Ich bleib jetzt hier sitzen und mach gar nichts. Mann, das Feuer ist voll schön und so. Ich lieb den Feuer voll. Der ist richtig schön. Ist schön warm und gemütlich. Geschafft, die waren stark. Wer waren diese Mistkerle? Das waren Stens Männer. Das heißt, der ist nicht weit weg von hier. Dann los, ich will wissen, was ich machen muss. Ich gehe jetzt voran. Ich will auch noch Spaß haben. Ja, jetzt kämpfen wir mit General Gyros. An dieser Stelle. Und das ist das dämlichste Medikit, was ich je gesehen habe. Denn wir haben jetzt General Gyros, den wir spielen. Und der sieht aus wie so ein Roboter auch. Der hat volle Leben. Wir brauchen dieses Medikit nicht. Und das Problem mit diesen Medikits ist, die heilen immer nur den wir gerade spielen. Und später wechseln wir einfach wieder zurück zu Manoril. Und der hat immer noch nicht volle Leben. Selbst wenn wir jetzt dieses Medipack einsammeln. Das ist total dämlich. So, ich würde sagen, wir sehen uns aber an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder hier mit General Gyros. Bis dann, Leute. Ciao. General Gyros. Das beste Gyros in der Stadt. General Gyros. Da weiß man, was man hat. 100% reines Zombiefleisch, gewürzt mit den besten Gewürzen aus meiner Achselhöhle. Sie glauben mir nicht. Fragen Sie meine überzeugten Kunden. Also ich habe einmal was bei General Gyros bestellt und dann muss ich ins Krankenhaus. Nur wegen General Gyros hatte ich das perfekte Geschmackserlebnis. Ich musste gar nicht deswegen ins Krankenhaus. General Gyros hat voll den guten Service und so. Ich würde General Gyros all meinen Freunden weiterempfehlen. Sie sind pünktlich. Und günstig ist es auch noch. Wie machen die das nur? Jetzt einfach anrufen unter 0800 5755 875 667 327 85 1688 0589 007 85 68 55 9788 666 777 89
1-0-0-0-7-7-8-9-9-9-4-5. 6 mal die 6, 7 mal die 8, 8 mal die 9. Und bestellen Sie sofort das beste Gyros in der Stadt.